Conny und Volker aus Aschaffenburg. Ja, ich weiß schon ein bisschen was über euch. Ich habe euch ausgefragt, aber ihr habt mich angesprochen. Du hast gesagt. Wir kennen dich ja von den vielen Videos, die du da produzierst ständig. Ja. Ist das hilfreich, wenn man so Videos sieht? Sehr. Also wir gucken seit 2 Jahren mehrere Kanäle, regelmäßig YouTuber, die auch hier teilweise vor Ort sind. Und es ist sehr hilfreich für uns zu sehen, was wir anstellen können mit dem Fahrzeug, was wir demnächst bekommen. Ja, ich ziehe ja meistens über die Fahrzeuge nicht her, sondern zeige jetzt nicht alles, was schlecht ist, sondern lasse die Leute am Schluss dann selbst entscheiden, zeige eher die Grundrisse. Man könnte ja über alles herziehen, aber es geht ja auch darum, dass man sich ein paar Sachen anguckt, oder? Einfach Spaß hat damit, ja. Ja. Also ich finde die Videos sehr hilfreich, weil man einfach sieht, worauf man auch achten muss. Ja? Also was möchte ich haben? Also wir bemühen uns auch immer, viele Schränke zu öffnen, dass man da mal reingucken kann, ja. Wie viel kriegt man da rein und so. Wir drehen die Videos, übrigens, das weißt du gar nicht, aus der Sicht für Frauen. Das ist kein Witz. Super. Du weißt warum. Ja, damit wir alles unterbringen können, ne? Nee, weil die Frauen die Kaufentscheider sind. Also oft ist der Mann, der sagt, will ich gern haben. Und dann ist das ja beim Camping, das müssen beide wollen. Ja, da hast du recht. Und das stimmt auch in unserem Fall. Ja, das ist so. Und viele, ich sag mal, die campen dann und stellen dann sehr schnell fest. Ist nichts mein? Ist nicht, ja, oft, ich sag mal, ich habe vielleicht keine Lust, mit den Leuten, mit den Nachbarn zu reden. Denn es gibt ja auch die und die. Und ihr habt ja schon gekämpft, weil ihr habt euch jetzt ein Auto neu gekauft. Ja, haben wir. Wir haben es getestet. Wir wollten, wenn wir in Rente gehen praktisch, haben wir gesagt, ach, da wären noch Wohnmobile ganz gut. Wir waren noch nicht in Rente, haben aber ein Wohnmobil gekauft, haben es ausprobiert, haben es zu gut befunden und haben ein neues bestellt. So, dann siehst du ja deinen Mann immer und ständig. Ja, aber das schon immer eigentlich. Das schon immer so. Das heißt, das ist ja, aber ganz ehrlich, Camping ist schon so ein Beziehungstest für viele. Also wenn die dann, ich sag mal, der Mann ist vielleicht auch mal weg, mal ein paar Tage und dann ist man so, sagen wir mal so ein halbes Jahr zusammen. Für manche sicherlich, für uns leider nicht. Das gilt auch für dich. Gut. Ja, wir sind eigentlich nicht mehr zusammen. Aber pass auf, was du sagst, deine Frau hier. Nee, das ist schon so. Ist schon so. Du bist ein großer Mann, ich zeig dich mal gerade. Du bist aber eine große Frau. Ja. Also du bist bestimmte 1,80 Meter, hast du, oder? 1,81 Meter, ja. 1,81 Meter und du hast so 1,99 Meter. 1,99 Meter. Für dich ist die Wohnmobilauswahl schwierig. Schwierig. Also ich schätze mal so 5% der Wohnmobile, die existieren, würden passen. Und wir haben auch lange gesucht. Bis so, das Bett ist das Hauptproblem, mehr oder weniger, die Bettlänge. Und jetzt haben wir einen Grundriss gefunden, wo sie reinging und sagte, das ist nach langer Suche das einzige Fahrzeug, wo sie sagen, das wäre es jetzt mal. Das haben wir dann auch versucht zu konfigurieren. Haben auch einen Händler gefunden, der noch einen Bauplatz hatte. Genau. Ihr habt ein Fahrzeug, was es nicht so oft gibt, Francia. Das ist ein ganz tolle Marke, kommt aus Franken. Franken, ja, sagt der Name ja schon. Ja, das muss ja nicht so sein. Und da habt ihr euch Schock verliebt. Die Bettlänge, wie lang ist denn das? 2 Meter. Also das langt ihr aber. Es muss reichen, es geht auch. Ich habe gerade eben ein Gespräch gehabt, wenn jemand, der hat auch ein kurzes Bett gehabt, genauso lang wie er groß war. Man muss sich halt beim Nachts nach oben orientieren. Nicht runterrutschen, dann fallen die Füße hin dann morgens runter. Aber es geht, es geht. Das geht so. Ihr habt jetzt ein langes Fahrzeug, 8,70 Meter. 8,45 Meter. 8,46 Meter, ja. Plus vielleicht noch hinten noch was dran. Ne? Ja, eventuell, aber erstmal nicht. Erstmal nicht so. Das hat 7, oder wie viele Tonnen hat das? 5,5. Das heißt, ihr habt irre Zuladung, oder? Ja, brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht so. Braucht ihr gar nicht. Nö. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Tonne zuzuladen. Also, aber haben ist doch besser wie brauchen. Natürlich, natürlich. Ich bin froh. Allerdings habe ich gerade jetzt durch den Herrn Marein erfahren, in deinem Video, dass es eine 6-Tonnen-Grenze gibt, zu Gesamtgewicht nämlich. Das kannte ich bisher noch nicht. Also wir hätten, wenn wir vollladen würden, nur noch 5 Kilo für den Anhänger. Realistisch 1000, sage ich mal so, nicht ganz voll lädt. Es reicht aber, ich habe momentan nicht vor, ein Auto mitzuziehen. Sagen wir so. Aber ein kleiner Anhänger vielleicht mal schon. Ja, es gibt da eine Besonderheit beim Auto, du darfst es gar nicht mitziehen. Weil das wissen viele gar nicht. Auf dem Anhänger. Auf dem Anhänger darfst du nicht mitziehen. Ist also, ja, du brauchst, das also, höre ich zum ersten Mal. Du darfst das schon, du brauchst aber eine Fahrerkarte, du brauchst ein EG-Kontrollgerät, musst dich an die Lenk- und Ruhezeiten halten, immer dann, wenn du als Gesamtzugewicht über 7,5 Tonnen kommst. Und das ist bei dir der Fall. Bei mir, ich darf es ja eh nicht ziehen. Ich darf's ja. Ja, aber selbst wenn das so wäre, also wenn du über 7,5 Tonnen, über 7,5 Tonnen Gesamtzugewicht und das ist oft hier so, wenn du jetzt hier so einen Liner hast und hast jetzt einen Anhänger dran, hast ein Auto drauf, das haben wir schriftlich sowohl
von, ja, gibt schon sehr lange das Gesetz. Das sind manche YouTuber, aber nicht die fleißig mit so Autos rumfahren. Ja, habe ich schriftlich. Also hat einmal der ADAC bestätigt, okay, und das Land Saarland hat gesagt, also du brauchst also hier EG-Kontrollgerät. Aber es wird nicht sanktioniert. Also die, okay, sonst wären ja alle schon zu Hause. Der, ja, das stimmt. Dann, das war ja mehr rum mit. Ja, das nächste ist, der Tank muss leer sein. Das heißt, du darfst maximal 3 Liter im Tank transportieren. Ansonsten ist das ein Gefahrguttransport. Okay. Es sei denn, es wäre Elektroauto. Ja, dann gebe ich dir recht, aber die sind ja heute auch. Du weißt, ich bin ja. Ich bin da neunmal klug, das kennst du ja. Ja, hast schon gemerkt, ja. Bin so, ich auch. Da seid ihr schon ein bisschen aufgeregt, das Auto kommt ja bald, oder? Meine Frau mehr als ich. Ich freue mich. Ich freue mich einfach total darauf, dass das jetzt losgeht mit dem Einrichten. Ja, das ist genau das Fahrzeug, was ich möchte. Und deswegen ist es gut so. Aber was ist das für ein Typ, Frank? Ja? Der Typ, den er gekauft hat? Der Titan 840. Titan 840, ja. Das klingt ja schon nach Luxus. Nach mehr. Ja. Schon, ja. So, die Preise, ich sag mal, du kriegst ein Haus auf Rädern, aber trotzdem, genau, viel Geld, oder? Es ist trotzdem viel Geld, ja. Ja, ja. Oh, ihr habt den wahrscheinlich aus der Portokasse, oder? Oder nee, ist das was, haben wir nicht. Nee, ist das was, wo man drauf hinspart? Man spart drauf hin, ja. Ja, ja. So, und dann soll ja alles passen und dann, du darfst ihn ja selber fahren. Du hast, das ja, werde ich auch tun, ja. Ja, das, mhm, traue ich dir sogar zu, ja, so wie du da bist. So, dein Mann ist Handwerker? Nee, ist er nicht, aber ist er auch mit dabei, der ist alles Mögliche. Also, was er anfasst, passt eigentlich normalerweise. Er macht viel im Haushalt, oder? Mittlerweile auch, ja, weil ich arbeiten gehe und er war zu Hause, ja. So, genauso stelle ich mir das vor, ja, dass der Mann bleibt zu Hause. Nee, du hast dein ganzes Leben gearbeitet, du bist schon im Ruhestand, oder? Nee, ich bin im Mürde Arbeitsplatz unter den Hintern weggezogen. Ne? Okay. Allerdings haben sie mir ein Säckchen Geld mitgegeben und ich konnte mit 58 aufhören praktisch. Also, okay, möchte ich mich nicht beschweren. Also vor einem Jahr? Vor zwei Jahren. Das heißt, du bist gerade 60 geworden. Ne? Ja, und ich warte dann 3 Jahre, warte ich jetzt noch, bis die Rentenzahlen dann kommen. Und, sag mal, das neue 60 ist doch das alte 40. Weiß ich nicht, bin das erste Mal 40, 60. aber ich fühle mich nicht wie 60. Außer die Wehwehchen, die immer so. Was ist schon bei dir? Was hast du schon? Rücken? Na ja, Rücken sowieso. Ne? Rücken, Knie, Schulter. Normale Abnutzung halt. Normale Abnutzung. Du machst viel Sport? Nicht mehr, nee. Übersichtlich. Übersichtlich, ja. Übersichtlich, so. Und dann geht er dann rein, so, und die ersten Ziele, habt ihr euch schon Gedanken? Die ersten Ziele sind in Deutschland, auf alle Fälle in Deutschland, weil wir waren viele Jahre lange in Amerika immer unterwegs. Wir sind so 2-mal im Jahr für 5-6 Wochen darüber geflogen. Nach Amerika, sind mit dem Auto rumgefahren, kennen alle Bundesstaaten fast, also uns fehlt da noch ganz wenig. Und ich bin früher als Kind in Deutschland viel rumgekommen. Das wird Zeit, sich das jetzt wieder anzugucken. Das ist schon lange vorbei. So, hier die Morello Open. Viele ganz verrückte Leute mit großen Autos oder relativ großen Autos. Aber die sind ganz normal hier, ja, oder? Sind alle normal, ja. Auf alle Fälle. Gar nicht so abgefahren. Es gibt die und die. Nee. Es gibt die und die, aber die gibt es auch bei kleinen und genau. Gibt es auch als Fußgänger. So, und da habt ihr gesagt, wir gucken uns das Ganze mal an. Wart ihr schon, genau, mal hier? Letztes Jahr. Mhm. Mit unserem Roller, alten Team, also mit unserem alten Wohnmobil. Es war super. Also, es heißt ja auch Morello Open. Das heißt, jeder darf. Exakt, wir durften auch kommen. Wir waren auch Familie sozusagen. Wir wurden eingeladen dann damit. Und das war total toll, muss ich sagen. Ja. Ich zeig mal was. Du hast noch eine, was ist das, eine Nikon? Spiegelreflex. Eine Spiegelreflex. Das heißt, du hast Zeit deines Lebens fotografiert? Mit angefangen 1981, ja, mit 19, ja, kann man sagen. So, das heißt, alles in Amerika ist auf Chip? Oder damals noch Film? Einen Chip habe ich leider Gottes, ist kaputt gegangen. Also ein Tag fehlt mir tatsächlich. Ne? Aber sonst ein Tag im Leben. Ein Tag im Leben in Amerika, ja. Nee, Spaß. Ja, ich fotografiere halt so gewohnheitsmäßig. Kurze Frage, habt ihr Kids, habt ihr Kinder? Ja, zwei. Zwei Stück, Mädchen, Jungs? Zwei Mädchen, schon 25, schon. 26. Okay. Und wegen der einen waren wir auch viel in Amerika. Die andere war auch in Amerika, aber die eine hat College besucht. Ja, ja, bei mir auch, die ist aber hängen geblieben. Die ist mit 17, hat die das Jahr gemacht, ja, und ist jetzt seitdem in Kansas. Und okay, ja, passiert. Habe ich jetzt schon 3 Enkel. Kann passieren, ja, kann passieren. So, das heißt, was war denn so das schönste Ziel, wo du sagst, in Amerika, was du hier erlebt hast? Wo du sagst, da müssen wir eigentlich nochmal hin? Schönste Ziel wüsste ich gar nicht, aber wir haben zum Beispiel beim Mount Rushmore, wo sie 40 Jahre lang hin wollte. Ja. Als wir dann da waren, war da Nebel.
Wir standen auf der Plattform im Schnee. Hast nichts gesehen? Nee. Wir sind 2000 Kilometer gefahren bis dahin innerhalb von 2 Tagen, ne? Um das zu sehen. Ja. Ist das Rushmore? Ist das hin. Das mit den Köpfen? Oder? Genau. Da müssen wir nochmal hin. Was ist das für ein Bundesstaat? Das ist South Dakota. South Dakota. Mhm. So, cool. Amerika, wir fahren jetzt nach Kanada. Wart ihr in Kanada mal? Noch nicht. Außer in Ontario natürlich, an den Fällen. Ne? Ja. Und in Vancouver. Auf der anderen Seite in Washington, weil wir dann Schulfreunde besucht haben, zweimal oder dreimal, sind wir in Vancouver hochgefahren. Ja. Auch nett, ja. Toll. Ja, ich wünsche euch viel Freude. Der kommt jetzt wann? Der Bauplatz? Der kommt jetzt im Juli, weil ich höre, Ende Juni jetzt aufzuarbeiten. Und dann darf ich fragen, was du gemacht hast? Ich war im Assistenz bei Linde, bei den kleinen süßen Staplern, bei der Roten Flotte. Die kenne ich. Für die haben wir mal, die machen auch so Atemgeräte, Linde. Und ganz andere Abteilung. Das ist Linde Gase. Genau, Linde Gase haben wir mal gefilmt. Und das ist eine tolle Firma, muss ist man sagen. Es. Ja, ist es. Hm? So, und was ist das für ein Feeling? Was glaubst du, wie lange wirst du brauchen, bis du raus bist aus der Nummer? Weil das hast du ja lange gemacht. Ich würde sagen 0,0%. Ich bin bereit. Okay. Ja. So, du kannst nachvollziehen, dass die Leute in Frankreich, wenn jetzt so die Alterszeit nach hinten geschoben wird, irgendwann ein bisschen mit 70, dass sie auf die Straße gehen? Ja. Und ich finde gut, dass sie auf die Straße gehen. Wir machen es ja nicht, aber ja. Die Deutschen sind da anders. Die Deutschen sind da ganz anders, ja. Das ist so. Langt das Geld zum Leben für euch? Also, das wollen wir hoffen. Ansonsten müssen wir uns einschränken mit anderen Sachen. Ist ja so. Also ihr seid eher bereit, hier ein paar Sachen mal zu verkaufen und dann sich ein bisschen zu verkleinern, damit... Das kommt drauf an, was das so bringt. Habt ihr ein Riesenhaus noch und viel Putzen und so? Geht so. Geht so. Also ist ja auch wichtig. Groß, aber wenn wir zu zweit drin wohnen, ist es zu groß natürlich. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist es normal. Ich frage nur, weil das Thema Tiny House kommt immer mehr, dass die Leute sagen, ich brauche gar nicht mehr so viel, weil ich bin ja viel unterwegs. Da brauche ich nur noch so ein Refugium, brauche keinen Rasen zu mähen. Stimmt. Aber für mich jetzt momentan nicht die Lösung. Wir werden das Haus natürlich behalten, weil ich bin da aufgewachsen. Ihr liebt das Haus. So. Und das könnte ja sein, dass eine der Töchter oder was auch immer das später mal kriegt. Daneben, ja. So, super. Dann vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg, euch beiden. Wenn ihr mal so tut, als ob ihr euch liebt habt, einmal. Wir haben es lieb. Genau. Oh, das ist süß, ja. Dankeschön. Ja, das sind Storys, die Welt braucht. 18. Mai 2023. Wir sind auf der Morillo Open in der Händlermeile. Vielen Dank euch beiden. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.